Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts stelle ich dir das neue Weinziel Modbus KNX Gateway vor. Modbus erlebt in den letzten Monaten und Jahren eine sehr starke Nachfrage. Woher kommt das? Wenn man bedenkt, Modbus ist keine neue Art von Bus, denn Modbus gibt es schon seit zig Jahren, sogar Jahrzehnten und kommt ursprünglich aus der Industrietechnik heraus. Auch in Gebäudeautomation im großen Sinne kommt Modbus regelmäßig zum Einsatz und steht dort fast auf irgendwo an der gleichen Stelle wie auch der KNX. Einer der Hintergründe, wieso die Nachfrage an Modbus zurzeit so hoch ist, sind zum einen regelbare Heizungen bzw. Wärmepumpen, das sind Wallboxen für Autos und natürlich auch regenerative Energien, also sprich Wechselrichter. Bisher war es relativ aufwendig, Modbus in KNX zu integrieren. Es gab immer so ein paar, ich nenne es mal Bastellösungen, um da irgendwelche Telegramme auszutauschen. Aber wirklich einfach und ja, intuitiv hat es irgendwie nie funktioniert. Modbus an sich, vielleicht noch zwei, drei Worte dazu, gibt es in zwei Varianten. Einmal in der Modbus RTU-Variante, die wäre zu vergleichen mit der KNX-TP-Variante, also über Twisted Pair. Und es gibt auch Modbus IP, also dann läuft die Kommunikation über Ethernet. Dieses Gateway ist jetzt ausgelegt dafür, den Modbus RTU an KNX zu bringen. Das Gateway an sich ist relativ simpel aufgebaut. Ich habe auf der Vorderseite zwei Tasten für verschiedene Modis. Auf der Oberseite habe ich die KNX-Klemme und auf der Unterseite einmal die Klemme für die Spannungsversorgung. Das Gerät braucht nur 24 Volt und einmal den eigentlichen Modbus-Anschluss. Die Parametrierung des eigentlichen Modbus-Gerätes geschieht natürlich auf der Modbus-Seite. Das heißt, alles, was ich dort einstellen kann, muss ich auch dort dann einstellen. Modbus übergibt dann anhand einer sogenannten Modbus-Registerliste oder eines Modbus-Registers diese Daten auf den Bus. Und diese Register trage ich dann im Gateway dementsprechend ein. Achtet bitte hierzu darauf, dass wenn ihr Modbus-Geräte habt, dass ihr auch dann die Register bekommt vom Hersteller, denn sonst ist Integration fast nicht möglich. Man kann zwar den Bus auslesen, aber das ist dann doch eine sehr, sehr große Sisyphus-Arbeit. Bei Modbus auch noch darauf zu achten, es gibt Master und Slave. In jedem System gibt es nur, beim RTU vor allem, nur einen Master und mehrere Slaves unten drunter. Das Modbus Gateway von Weinziel kann beides darstellen, Modbus Master oder Modbus Slave. Ich denke mal, in den meisten Anwendungsfällen im Smart Home Bereich ist das Modbus Gateway der Master und ich habe meine Wallbox, meine Heizung oder meinen Wechselrichter dementsprechend als Slave integriert. Was auch eine sehr schöne Thematik ist, ist die Integration von Modbus Energiezählern in KNX. Denn ich habe auf der Modbus-Seite eine riesen Vielzahl an möglichen Komponenten, vor allem im Energiesektorbereich, deutlich größer als es im KNX-Bereich ist und somit habe ich viel, viel mehr Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Schauen wir uns jetzt einmal die Applikation gemeinsam an und gehen einfach mal Schritt für Schritt die einzelnen Parameterschritte durch. Ja, wir haben jetzt mal die Applikation in der ETS aufgemacht und sehen auf der ersten Seite der Beschreibung schon mal eine Thematik, die finde ich bei Weinziel immer ganz cool. Ja, man sieht nämlich direkt auch, wie das Ding anzuschließen ist. Hier nochmal der Hinweis, bitte achtet auf die Polarität bei Modbus und auch, dass der Ground angeschlossen ist. Was hier jetzt nicht dabei ist, was aber auch bei Modbus wichtig ist, ist der Abschlusswiderstand. Bitte achtet darauf, dass ihr einen Abschlusswiderstand am Anfang und am Ende der Leitung habt, weil sonst könnte es durchaus zu Problemen führen. Das Modbus Gateway von Weinziel kann bis zu 25 Slave-Geräte verwalten und insgesamt 250 frei konfigurierbare Kanäle, also Register. Die allgemeinen Einstellungen sind jetzt nicht so wichtig in dem Fall. Wichtig ist wirklich die Thematik der Modbus-Einstellung. Hier die Unterscheidung zwischen Modbus Master und Modbus Slave, was das Gateway übernehmen soll. Hier ist eine globale Slave-Adresse einzugeben oder kann man eingeben, die auf alle diese Registerkarten drauf zugreift. Kann ich aber dementsprechend auch nochmal ändern pro Registerkarte. Die Baudrate ist wirklich wichtig. Hier schaut bitte in die Bedienungsanleitung rein des jeweiligen Gerätes, was dort an Baudraht vorgegeben wird. Sollte hier was Falsches eingestellt sein, kann es dazu führen, dass es überhaupt nicht funktioniert.
Auch die Parität, entnehmt ihr bitte den jeweiligen Bedienungsanleitungen des jeweiligen Modbus-Gerätes und auch die Reihenfolge, wie diese Modbus-Register zu lesen sind. Die Thematik Adresse 0 oder 1 ist eine Modbus-Spezifikation, sage ich es mal so. Es gibt Geräte, die fangen bei 0 an und es gibt Geräte, die fangen bei 1 an. Also ähnlich wie es früher mal bei den KNX-10 war. Gehen wir mal zu den einzelnen Reitern hier rein. Hier können wir also, wie gesagt, einstellen, ob dieser Reiter für diese Seite die Slave-Adresse nehmen soll oder ob die allgemeine genommen wird. Wir sagen einfach hier die Slave-Adresse 1. Bei den verschiedenen Kanaltypen sehen wir jetzt hier jede Menge verschiedene Datenpunkttypen. Bevor man jetzt da irgendwie rumsucht, was man braucht, nimmt man sich ganz einfach die Liste des jeweiligen Herstellers, hier beispielsweise die Modbus-Liste oder die Modbus-Registerliste von der Heidelberg Energy Control. Und hier sehen wir jetzt beispielsweise beim Strom, das ist die Busadresse Nummer 6. Wir haben hier eine nur lesbare Adresse und zwar ein 04 Reading Input Register. Dieser ganze Datenpunkttyp oder der Datentyp ist dann Unsigned Integer 16. Hier ist die Bezeichnung L1 Current. Wir haben einen Bereich, der von 0 bis 350 gehen kann. Und hier die Übersetzung. Wenn hier eine 1 am Register rauskommt, heißt das in Wahrheit 0,1. Wir müssen also einen Faktor mit dazu beziehen. Und jetzt richten wir einfach mal den Kanal 1 danach ein. Das heißt, wir haben hier ein Unsigned 16, also ein 2-Byte-Wert und zwar ein Wert ohne Vorzeichen. Hier sagen wir jetzt in dem Fall, das ist Strom L1 und die Richtung ist natürlich von Modbus zu KNX. Ja, die Sendebedingungen, okay, kann ich mir das so stehen lassen. Die Position ist High-Low-Byte, das ist eigentlich der Standard bei Modbus in der Form. Hier sehen wir es ein 04 Read-Input-Register, also klicken wir es dementsprechend an und wir wissen jetzt, dass auch die Busadresse ist die 6. Und jetzt wäre die Registerabfrage für dieses eine Register für den Strom L1 soweit fertig. Und das ganze Spiel macht man dann für alle Datenpunkttypen auf allen möglichen Registern weiter. Es ist ein bisschen, ja, mühselig, ein bisschen Sisyphusarbeit, da ich in der Form nicht irgendwelche Punkte kopieren kann. Das macht die Sache ein bisschen unkomfortabel. Somit, ja, braucht es eine gewisse Zeit, bis ich dann meine ganzen Modbus-Register dementsprechend eingebaut habe. So, wenn es aber erstmal gemacht ist, ich springe mal kurz hier rüber, sehe ich hier den einzelnen Modbus-Wert und kann ihn dann direkt mit der Gruppenadresse in meinem KNX-System verbinden. Ja, wie ihr seht, das Gateway ist ein klassisches Gateway. Die Applikation hat jetzt nicht die Möglichkeiten, irgendwelche Faktoren zu berechnen. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Hoffe einfach hier, dass Weinstein noch ein bisschen nacharbeitet in der Stelle. Die Daten kommen aus dem Modbus zum KNX rein, beziehungsweise andersrum, und werden genau so übergeben. Es gibt, vielleicht habt ihr es eben gesehen, aber auch gewisse Produkte oder Telegramme, die einen gewissen Faktor hinten dran haben. Zum Beispiel geteilt durch 1000 oder mal 1000 als Faktor. Das kann das Gateway nicht. Hierzu braucht ihr auf jeden Fall dann noch eine übergeordnete Logik im KNX-Bereich. Bitte achtet noch darauf. Ansonsten, vor dem Preis ist mir erstmal alles gut. Ich habe alle Telegramme aus dem Modbus hier mit drin, beziehungsweise kann sie auch auf den Modbus senden, dass ich also da eine bidirektionale Kommunikation aufbauen kann. Was fehlt euch eigentlich bei so einem Gateway? Was ist euch viel wert, wenn ihr ein Gateway einsetzt? Auf was kommt es drauf an? Lasst uns gerne dazu eure Kommentare unten einmal da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Produkt, wenn ihr Fragen habt zu anderen Produkten, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.